Auch auf der Zielgeraden seiner langen Bayern-Karriere brennt Arjen Robben noch wie Zunder. Bildergalerie FC Bayern, mögliche Transferziele Sané, Pfeffi, Hudson-Odoi, Thauvin, Bale und Co. Im Check 26 Bilder laut der Tageszeitung TZ wollte der Kultholländer am letzten und entscheidenden Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 5:1 auf Biegen und Brechen in der Startelf stehen. Zu diesem Zwecke sei Robben sogar am vergangenen Donnerstag ins Büro von Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge gegangen und habe seinen Einsatz von Beginn an gefordert. Geklubbt hat es allerdings nicht, denn Rummenigge habe auf die Entscheidungskompetenz des Trainers verwiesen. Niko Kovac ließ den 35-Jährigen zunächst auf der Bank Platz nehmen und wechselte ihn erst in der 67. Minute ein. Jetzt das brandneue Trikot des FC Bayern bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Robben, der auf der Bank sichtbar frustriert mit den Hufen scharrte, schoss anschließend den 5:1 Endstand heraus, es war sein 99. und gleichzeitig letzter Bundesliga-Treffer, meistgelesene Artikel Eishockey-WM 2019 live bei Sport 1 Dreis Eitels eiskalte Antwort auf Kritik Fußball, Bundesligas Anschiss hofft auf Veränderungen Motorsport, Formel 1 verschwinde, ich lebe doch. Fußball, Europa League Sicherheit, Mkhitaryan fehlt in Baku Wind. Fußball-Fußball Oldie verzückt das interne Team seinem letzten Pflichtspiel für die Bayern, trifft Robben nun am Samstag auf RB Leipzig, klar, dass der Flügelflitzer erneut einen Startelf-Einsatz erwartet. Mit seinem unbändigen Einsatz und dem Treffer gegen die Eintracht hat Robben zumindest Eigenwerbung betrieben. Vielleicht lässt ihn Kovac tatsächlich von Anfang an ran. Let's block it's. Why?